Hallo Erfurt. So nimmt es mir nicht so übel, wenn ich nicht ganz so gut drauf bin heute, weil ich bin gestern erst aus Mallorca hier wieder hergekommen, seit gestern ja Hochinzidenzgebiet. Ist ganz einfach, wie so eine Insel zum Hochinzidenzgebiet wird. Bisher hatten sie 3000 Tests täglich, jetzt machen sie 6000. Ab nächste Woche 15.000, weil dann die Apotheken auch noch die Tests ausgeben können. Und insofern kann ich die Hoffnung von Wolfgang an einer Stelle überhaupt nicht teilen. Ich glaube, alle Tatsachen liegen auf dem Tisch. Wir müssen eigentlich nichts mehr erzählen. Es ist alles klar. Das Problem seid nicht ihr, sondern das Problem sind die, die hier vorbeilaufen, die da hinten einkaufen gehen, die in einem Biergarten sitzen und sich für die ganzen Dinge nicht interessieren, weil sie liegen ja alle auf dem Tisch. Professor Franz Ruppert ist Psychologe. Und der hat dann mit uns ein Spiel gemacht. Der hat gesagt, wir machen mal hier sowas Ähnliches wie eine Familienaufstellung. Wir machen nur mal eine Gesellschaftsaufstellung. Das heißt, wir stellen uns hin, vergeben die verschiedenen Positionen. Also einer ist Bill Gates, einer ist Angela Merkel, einer bin ich als Kind, einer bin ich nächste Woche und so weiter. Und ein Teil der Leute sollten die Bevölkerung sein. So, und wir alle haben mitgespielt, es war sehr intensiv, also sowas habe ich noch nicht erlebt, es war ein ganz intensives Rollenspiel. Und die Bevölkerung spielen sollten, die haben nicht mitgemacht. Einfach die Leute von uns, die haben gesagt, wir haben keinen Bock auf dieses Spiel, das ist irgendwie so ESO, das wollen wir nicht. Und die saßen hinten in der Ecke, Arme verschränkt und haben nicht mitgemacht. Und der Professor Franz Ruppert ist immer wieder hin, hat gesagt, Mensch, mach doch mit, es ist doch wichtig, dass wir erspüren können, wie ihr euch so fühlt. Und habe ich ihn irgendwann so auf die Schulter gefasst, habe gesagt, Franz, die spielen doch mit. Die machen doch genau das, was die Bevölkerung macht. Die sitzt da, guckt sich das Schauspiel an und sagt, hoffentlich hat das mit uns nichts zu tun. Das ist doch das, was passiert. Und es war tatsächlich so, die Friederike de Bruyne hat Bill Gates gespielt, die hat sich halt sehr groß gemacht und stark gemacht. Und es ist wirklich, ihr müsst sowas mal machen. In meinem Gefühl, ich habe die gesehen, habe gedacht, nee, vor dem habe ich keine Angst. Und da war Angela Merkel und da habe ich gesagt, vor der habe ich auch keine Angst. Angstgefühle habe ich tatsächlich gehabt vor den Menschen, die da hinten waren und die nicht mitgemacht haben. Und das ist genau das, was wir jetzt auch erleben. Wir wissen, es liegt alles auf dem Tisch. Wir müssen nichts mehr erklären. Alles ist klar. Wir wissen, dass der PCR-Test nichts taugt, jedenfalls nichts taugt für eine Diagnose. Wir wissen, dass die Kliniken in Deutschland niemals überlastet waren. Sie waren nicht mal am Rande ausgelastet. 2% der Patienten auf Normalstationen hatten eine Diagnose Covid. 3,6% der Patienten auf Intensivstationen hatten eine Diagnose Covid. Wer glaubt, dass mit Covid in irgendeiner Form eine Überlastung des Gesundheitssystems gedroht hätte, der guckt sich das nicht an. Und das hat ja nicht irgendein, wie es so schön heißt, Schwurbler veröffentlicht. Das ist, kann man sehen, man geht auf die Seite des Bundesgesundheitsministeriums und auf der Seite vom Bundesgesundheitsministeriums, 30. April, ist das, kann man selber gucken, gibt es eine Studie, die das Bundesgesundheitsministerium selbst erstellt hat. Und da steht auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums, im Übrigen stellen wir fest, dass es im Jahr 2020 eine Überlastung des Gesundheitssystems nie gegeben hat und diese nie gedroht hat. Steht da drin. Wir wissen das. Und wenn man dann, ich bin ja Jurist, wenn man dann guckt, was am 18.11. passiert ist oder auch die Bundesnotbremse sich anguckt. Um ein Gesetz zu machen, muss der Gesetzgeber dieses Gesetz begründen. Und das heißt, der Gesetzgeber muss sagen, was ist der Zweck des Gesetzes. Und der Zweck von § 28a, der die ganzen Maßnahmen aufgelistet hat und auch der Bundesnotbremse war, das steht da so drin. Der Zweck ist, die Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Das ist der einzige Zweck dieses Gesetzes. Da steht nicht drin, zu verhindern, dass sich irgendjemand ansteckt, zu verhindern, dass sich irgendjemand infiziert. Nein, da steht drin, der Zweck des Gesetzes ist zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überlastet wird. Und jetzt sagt uns das Bundesgesundheitsministerium, das Gesundheitssystem war nie überlastet und es hat auch nie gedroht, dass es überlastet war. Und trotzdem finden die Maßnahmen statt. Und da muss man doch an der Stelle, müsste doch jeder, nicht ihr, sondern die, die da hinten rumlaufen, müssten sich doch fragen, wenn sie das mitkriegen würden, was läuft hier falsch? Was läuft falsch in diesem Land? Wenn der Zweck eines Gesetzes ist, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern, es gibt keine Überlastung des Gesundheitssystems, dann dürften die Maßnahmen, die in dem Gesetz stehen, niemals angewandt werden. Und die Ärztekammer Nordrhein hat, glaube ich, vor zwei Wochen auch eine Studie veröffentlicht. Und das ist da, jetzt wird es noch irrer.
Die Ärztekammer Nordrhein hat eine Studie veröffentlicht und in der steht drin, dass es im Ruhrgebiet im Jahr 2020 eine Untersterblichkeit gegeben hat. Und zwar im gesamten Jahr 2020. Und diese Studie kommt von der Universität Essen. Die haben einfach das gemacht, was übrigens Samuel, der gleich reden wird, schon ein halbes Jahr davor gemacht hat. Nämlich die haben sich einfach nur die Alterskohorten angeguckt und haben festgestellt, oh mein Gott, Deutschland wird ja immer älter. Und wenn Deutschland immer älter wird, dann muss überhaupt keine Krankheit kommen. Dann sterben einfach auch mehr Menschen. Das ist völlig normal. Also das ist erstmal kein großes Geheimnis. Ne? Wenn wir viele alte Menschen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele Menschen sterben, einfach hoch. Da gibt es so eine wunderbare Kurve, kann sich jeder von euch übrigens angucken. Da könnt ihr dann sehen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr dieses Jahr sterbt. Müsst ihr einfach nur gucken, wie alt bin ich, und dann gibt es so eine Wahrscheinlichkeit. Ne? Und je älter man wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit. Ist ja gewissermaßen logisch. So, und das haben die genommen, Universität Essen, also auch niemand, der irgendwie verdächtig ist, und die Ärztekammer Nordrhein. Und der entscheidende Satz, der da drin steht, ist ein anderer. Und das ist das, was mich dann auch wieder so hinterfragen lässt. Der entscheidende Satz, der da drin steht, ist folgender. Wir haben im Ruhrgebiet eine Untersterblichkeit festgestellt. Diese Feststellung entspricht den Zahlen, die wir für die gesamte Bundesrepublik Deutschland ermittelt haben, die nur noch nicht veröffentlicht sind. Das heißt, die Universität Essen hat festgestellt, dass es im Jahr 2020 in Deutschland eine Untersterblichkeit gegeben hat. So, das heißt, wir haben einen PCR-Test, der asymptomatisch Infizierte findet. Wir haben ein DIVI-Register, beziehungsweise wir haben eine Studie des Bundesgesundheitsministeriums, dass es keine Überlastung des Gesundheitssystems gegeben hat. Und wir haben mittlerweile die Erkenntnis, dass es im Jahr 2020 eine Untersterblichkeit gegeben hat. Warum stehen wir eigentlich hier? Warum stehen wir hier? Und warum lassen sich die Menschen das gefallen? Und warum tragen die Menschen Masken? Ich kann das immer weiter erzählen. Es gibt eine Studie, S3-Leitlinie heißt das. Die S3-Leitlinie wird für Schulen gemacht. Und da steht drin, da stehen dann so die verschiedenen Maßnahmen drin. Das ist immer so eine Überprüfung. Also quasi ja, wie so eine Art Controlling oder wie so eine Art Gefährdungsanalyse. Und diese S3-Leitlinie für Schulen, die erstellt worden ist, eine wissenschaftliche Leitlinie für Schulen, die hat gesagt, okay, um die Schulen zu schützen, sollen die Schüler Abstand halten? Sollen die Schüler einzeln in die Schule gebracht werden? Sollen die Schüler Masken tragen und so weiter? Und dann haben sie gesagt, okay, wie sieht die Studienlage aus? Dann haben sie also die Studienlage ausgewertet und haben gesagt, zum Beispiel die Frage, sollen Schüler eine Maske tragen? Und dann steht da drin, und das ist eine offizielle Leitlinie, die von allen Kultusministerien angewandt wird, steht da drin, für den Sinn und Zweck einer Maske gibt es keine Evidenz. Die gibt es nicht, steht da drin. Und dann muss man sich mal vorstellen, also das ist eine ganz, ganz sauber aufgearbeitete wissenschaftliche Studie. Da steht drin, es gibt keine Evidenz fürs Maskentragen. Und dann steht eben drin, welche Studien sie genommen haben. Und dann gibt es so einen sogenannten Effektenschätzer. Das heißt also, wie sicher ist die Studie oder wie sicher ist sie nicht. Und dann steht immer drin, dass die Studie nur sehr unsicher ist und sehr wenig Aussagekraft hat. Und dann steht unten drunter als Conclusio, also als Lösung, deswegen empfehlen wir Masken zu tragen. Und das ist das, was in diesem Land passiert. Es passiert, dass wir im Prinzip einerseits die komplette wissenschaftliche Erkenntnis haben, die sagen, dass es alles Quatsch ist, was passiert, und andererseits die politischen Maßnahmen, die das machen, und die Menschen, die das tragen, die sich nicht dafür interessieren. Und die Frage ist ja, und das ist das Entscheidende, wie kommen wir aus dieser Nummer raus? Und das überlegen wir ja schon seit mehr als einem Jahr. Wir versuchen ja relativ viel, wir machen die großen Demos. Die sind gut, weil die natürlich Aufmerksamkeit erzeugen. Und wir versuchen natürlich viele andere Dinge. Was passiert, und da muss ich euch nochmal Mut zusprechen, was passiert gerade? Das Framing wird immer stärker. Bodo hat diese Aktion in den Hochwassergebieten gemacht. Und was hat die Aktion in den Hochwassergebieten gezeigt? Sie hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, unglaublich schnell viele Menschen zu mobilisieren und dass wir in der Lage sind, unglaublich schnell relativ viel Geld zusammenzukriegen, um Menschen zu helfen. Das, was Bodo gemacht hat, war so viel effektiver als das, was die Regierung gemacht hat. Und davor haben sie Angst. Und sie haben zu Recht Angst. Weil wenn man zum Beispiel, gibt es hier aus Erfurt, witzigerweise aus Erfurt, gibt es eine Studie, dass mehr als 50% der Menschen mit der Bundesregierung unzufrieden sind, auch mit den Maßnahmen. Es gibt eine Studie, die besagt, 8,5 Millionen Menschen wären bereit, sofort auf die Straße zu gehen. Man muss sie nur mobilisieren. 30% lehnen die Maßnahmen ab. Das heißt, die Menschen sind eigentlich da, sie bewegen sich aber häufig nicht. Und warum bewegen sie sich nicht? Weil viele sich mittlerweile nicht mehr trauen. Weil jeder, der sich traut, was zu sagen, ich war gestern bei so einem Treffen, wo relativ viele Akademiker waren, Professoren, Musiker und so weiter. Und viele von denen sagen,
dass wenn Sie mit Ihren Freunden sprechen, hier da unten sitzt übrigens, wo ist er denn? Ist jetzt gar nicht, da hinten, Klasenratzen, mein Freund Klasenratz, der mir immer sagt, er merkt gerade in ganz Deutschland so ein typisches früheres DDR-Verhalten. Nämlich, dass man am Wohnzimmertisch was anderes sagt, als man draußen sagt. Das ist ja das Problem. Wenn man mit den Menschen spricht, dann sagen so viele, ich bin damit nicht einverstanden, ich finde das auch falsch und das muss eigentlich anders sein, jedenfalls wenn man unter vier Augen mit ihnen spricht. Und so wie man sie, wie sie nach draußen gehen, machen sie mit, beschimpfen einen sogar und am allerschlimmsten, die meisten sagen, wir wissen, dass diese Impfung nichts bringt, wir machen es aber trotzdem, weil wir irgendwie wieder frei sein wollen. Und das muss man sich mal vorstellen. Und naja, Duckmäuser, die Frage ist, kann man sie als Duckmäuser bezeichnen? Weil wenn ich das mache, erreiche ich sie dann? Das ist ja so die Frage. Wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie den Mut haben, das auf die Straße zu bringen? Das ist natürlich in Leipzig 1989 passiert, ne? Oder in Plauen. Das heißt, da haben sich irgendwann mutige Menschen hingestellt und sind losmarschiert. Und irgendwann war es soweit. Ich meine, die ganze Aktion hat ja begonnen, soweit ich war damals 17, ja? Und ich komme aus Niedersachsen. Ich habe es ja nur beobachtet von außen. Aber soweit ich das gesehen habe, hat es, glaube ich, mit einer LLL, glaube ich, heißt die, ne? Liebknecht Luxemburg, irgendwas Demo da in Berlin stattgefunden. Die hatten ein Plakat ausgerollt und dann kam die Stasi und hat dieses Plakat weggerollt. Und das war irgendwann Anfang 1989. Und dann hat sich die Bewegung immer weiter vergrößert. Und irgendwann haben sich immer mehr Menschen angeschlossen, weil sie das Gefühl hatten, wir können etwas verändern. Und ich glaube, das ist das Gefühl, was wir erzeugen müssen. Und das ist das, was wir auch am 1.8. wollen. Wir wollen dieses Gefühl erzeugen, dass die Menschen sehen, wir sind viele, wir können was verändern und wir müssen uns das nicht gefallen lassen. Jeder Mensch muss reisen können, ohne dass er sich impft. Jeder Mensch muss reisen können, ohne dass er sich testet. Und verdammt nochmal, alle Kinder müssen in die Schule gehen können, ohne dass man diesen ganzen Mist mit ihnen macht, den man macht. Aber diejenigen, die das nach außen bringen, das sind nicht wir, das seid ihr. Das sind wir alle. Wir fahren mit dem Bus rum und erzählen die Sachen, aber ihr müsst auch rumgehen. Ihr müsst Flyer verteilen, Aufkleber verteilen, mit den Menschen reden, müsst denen sagen, es gibt diese Demonstration, trau dich, komm am 1.8. dahin, guck dir das an, das sind bunte Menschen, wir sind alles bunte Menschen. Ihr seid die Wichtigsten. Ihr seid diejenigen, die anderen davon überzeugen müssen und die sagen müssen, wir können das ruhig machen. Nehmt die Leute einfach mit, sagt, komm her, setz dich ins Auto, wir fahren nach Berlin und wir gucken uns diese Großdemo mal an und guck dir mal an, was da tatsächlich passiert. Und dann guck dir mal an, was am nächsten Tag in der Tagesschau gebracht wird oder am Abend in der Tagesschau gebracht wird. Guckt euch das mal an. Ich kenne so viele Leute, die erst kritisch waren und dann auf eine unserer Demos gegangen sind und danach dann gesagt haben, Mensch, das sind ja ganz normale Leute. Wenn ich das jetzt hier von hier oben sehe und ich würde ein Foto machen und würde das Foto völlig unkommentiert veröffentlicht, bin ich relativ sicher, würde niemand sagen, ja, das ist eine typische Nazi-Veranstaltung. Wir werden aber in der Presse wieder lesen, die Querdenker und die Nazis haben. Und das ist das Problem. Und deswegen mein Appell an euch. Jetzt werde ich hier gleich abgelöst. Nein, aber mein Appell an euch, ihr seid diejenigen, die wichtig sind und ihr müsst die Dinge verändern und ihr könnt die Dinge auch verändern. Und das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich hatte das vor kurzem in Meiningen gesagt, wir haben zum Beispiel, haben wir die Macht, Gesetze zu verändern, wir können das. Wir können das. Die meisten Menschen wissen das nicht und glauben das nicht, aber wir können das. Hier in Thüringen startet man eine Volksinitiative mit 5.000 Stimmen. Das ist nicht viel. 5.000 Stimmen kriegt man relativ schnell zusammen. Und ich meine, möglicherweise ist es ja auch erforderlich, dass die Bürger in diesem Land die Gesetze machen, weil die Regierung und das Parlament ja offensichtlich nicht funktioniert. Genau. Wir haben hier in Thüringen einen Ministerpräsidenten, der an seinem Sessel klebt. Wir haben, das muss man sich mal vorstellen, wir haben einen linken Ministerpräsidenten, der nur deswegen Ministerpräsident ist, weil eine Kanzlerin aus Südafrika ihrer Partei gesagt hat, wie sie sich verhalten soll, dass dieser Mann wieder Ministerpräsident wird. Und das kann man ja nur sagen. Man muss ja jedem CDU-Wähler sagen, jeder CDU-Wähler muss wissen, wer die CDU wählt, ist immer in der Gefahr, dass ein Linker Bundeskanzler oder Ministerpräsident wird. Weil das ist ja passiert. Ich glaube nicht, dass hier in Thüringen irgendjemand die CDU gewählt hat, damit die CDU Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten macht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob hier CDU-Wähler sind, aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass jemand sein Kreuz bei der CDU macht, um Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten zu machen. Und das ist das, was man... Warum haben sie denn die Wahl verhindert? Warum hat die Wahl nicht stattgefunden? Angeblich, weil Ute Bergner,
die Dissidentin von der FDP, die jetzt bei der Partei Bürger für Thüringen ist, weil die, weil sie nicht wollten, dass Ute Bergner das Zünglein an der Waage ist, damit der Landtag aufgelöst wird. So ein Schwachsinn. Wenn man doch mit dem Landtag unzufrieden ist, dann löst man ihn auf. Oder weil man nicht, das muss man sich auch mal vorstellen, wir lösen den Landtag nicht auf, weil die AfD mit zustimmen würde. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, wenn die AfD doch zustimmt, den Landtag aufzulösen, dann besteht doch für SPD, Linke, Grüne, FDP und CDU die Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die AfD nicht mehr in den nächsten Landtag kommt, wenn sie das wollen. Das heißt, die AfD stimmt doch damit zu, selber aus dem Landtag rauszugehen und dann sich hinzustellen und zu sagen, nein, nein, die sind die Bösen und weil die AfD zustimmt, den Landtag aufzulösen, machen wir nicht mit. Was ist das für ein Schwachsinn? Die kleben natürlich an ihren Sesseln, da geht es um viel Geld, das geht um deren Geld. Aber man muss wissen, wenn die CDU in diesem Land gewählt wird, wählt man damit Bodo Ramelow. Das muss jeder wissen. Und deswegen darf niemand bei der nächsten Wahl, ich denke mal, der Klaasen hat gesagt, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden, weil sie so lange das nicht durchhalten werden, darf man in diesem Land zum Beispiel nicht die CDU wählen. Weil damit wählt man Bodo Ramelow, einen Ministerpräsidenten, der keine Mehrheit hat und der immer wieder sagt, er ist für die Menschen da und mit die schlimmsten Maßnahmen überhaupt in Deutschland macht. Die müssen alle weg, genau. Und das ist das, was ich versuche zu erklären. Ihr könnt das ändern. Ihr braucht nicht viele Stimmen. Ihr könnt hier in Thüringen, könnt ihr Politik machen. Ihr könnt Mehrheiten sammeln. Ihr braucht nur 5.000 Stimmen, um ein Volksbegehren zu starten. Und ihr könnt relativ viel hier in der Landespolitik machen. Ihr könnt die Schulpolitik ändern. Ihr könnt auch die Corona-Politik ändern. Ihr könnt zum Beispiel dafür sorgen, dass Thüringen aus dem Rundfunkstaatsvertrag austritt. Dann ist Thüringen nicht mehr bei der ARD dabei. Wird die ARD zusammenbrechen. Das heißt, wir haben theoretisch sogar die Macht, gegen die öffentlich-rechtlichen Medien entsprechend vorzugehen. Man muss es nur wollen. Und die Macht habt ihr. Und das müsst ihr verstehen. Ihr könnt das schon. Hier gibt es die Möglichkeit in diesem Land, übrigens in allen 16 Bundesländern. In jedem einzelnen Bundesland hat man die Möglichkeit. Und das ist eure Aufgabe. Ihr müsst Ideen haben, ihr müsst 5.000 Stimmen zusammenbringen und dann könnt ihr hier alles in diesem Land ändern. Und das ist das, was ich immer wieder versuche als Botschaft rüberzubringen. Ihr seid diejenigen, die die Macht habt, versteht das und erzählt das auch euren Freunden. Ihr müsst ja nicht über Corona reden, die sind sicherlich auch unzufrieden über andere Sachen mit der Politik. Wir als Menschen haben die Macht in diesem Land und wir können entscheiden. Und wenn wir alle das verstehen, dann ist es völlig egal. Dann müssen wir hier nicht stehen und über die Politiker uns aufregen, sondern dann können wir gestalten. Und das ist mein Appell an euch. Macht das, setzt die Dinge um, bildet Bürgerinitiativen, guckt mal nach, was man ändern kann und setzt die Politik und auch die Medien mit diesen Sachen so sehr unter Druck, dass sie nicht mehr so weitermachen können wie bisher. Weil wir sind das Volk und wir haben das Sagen in diesem Land. Dankeschön. Ja, hi, ihr Lieben. Grüßt euch.